Halloween startet The Haunting Event in Call of Duty Season 6 mit Season. Und zwar werden wir zum Beispiel im Battle Royale Modus jetzt keinen Gulag mehr haben. Das heißt, gefallene Operators werden als Geister wiederkommen und so weiter. Aber für uns interessant ist natürlich die DMZ und was hier alles passiert. Die Karten werden zur Nacht und wir kriegen zwei große Events mit vielen neuen Bossen und vielen Belohnungen. Also lass mal ganz genau reinschauen, was uns da am 17.10. erwartet für das Halloween Event. Zwei Maps werden jetzt zu Nachtmaps, und zwar einmal Al-Masra und Wondel. Und zwar ist das so, die Geschichte sagt, dass die Operator aus den dunklen Ritualen, also Dark Rituals Bundles 1, 2 und 3, dass diese ein Höllentor öffnen und, so wird es beschrieben, groteske Wesen aus ihrem Gefängnis dringen durch dieses Höllentor in unsere Welt ein. Ebenfalls durch das Tor dringt Spawn ein und seine Aufgabe ist es, Monster wieder zurückzuschicken. Er kriegt natürlich einige Helfer an die Seite, die jetzt in Form von Bundles dann sozusagen an seiner Seite stehen und die Monster wieder zurückschicken sollen. Soviel zur Geschichte, gucken wir uns ganz schnell die Maps an, und zwar einmal Al-Masra. Wir kriegen hier neue Map-Bereiche. Wenn ihr auf diese Map gehen werdet am 17.10., werdet ihr euch wundern, ist erstmal Nacht, alles dunkel. In der, am Horizont werden leuchtende Orbs so durch die Gegend schwimmen und flackern. Spektrale Formen werden über die Map jagen, also Geister, die so schnell sind, dass man sie mit Fahrzeugen jagen muss, die man gar nicht zu Fuß kriegen kann. Im Sumpf tauchen neue Monster auf. Es gibt einen Altar. Also hier das Crossover zu Diablo. Das ist ein Altar mit Lilith. Und auch der Butcher, der bekannte Boss aus Diablo, wird ebenfalls auf der Map rumlaufen. Wir kriegen neue Belohnungen wie eine Mastery Weapon Blueprint und so weiter und so fort. Wir sehen also, dass sehr, sehr viele Veränderungen auf der Karte stattfinden. Und dasselbe auch auf Wondel. Wondel nennt sich jetzt Wondead. Und hier wird beschrieben, dass die Wasserstraßen sich mit Blut füllen. Auf den Bildern sehen wir, dass eher das Blut sozusagen den Boden bedeckt. Alles ist düster und dunkel. Und auch hier sind überall Zombies und Untote unterwegs. Der Friedhof auf Wondel scheint ein ganz besonderer Ort zu sein. Wahrscheinlich erwarten wir da auch einen neuen Boss. Es wird beschrieben, dass dieser Ort besonders untersucht werden muss. Außerdem werden besonders merkwürdige Aktivitäten im Zoo beschrieben, im Stadion und auch an anderen Orten. Auch hier erscheint der Altar von Lilith und der Boss Butcher wird natürlich auch hier zu finden sein. Jetzt ist es so, dass diese beiden Maps natürlich auch für die anderen Modi zur Verfügung stehen, also für den Battle Royale Modus beispielsweise. Aber die Entwickler sagen hier, dass DMZ einen besonderen Schwerpunkt beinhaltet. Also der Fokus liegt auf den Nachtraids und die Geheimnisse auf den Maps soll man durch zwei Events alle entdecken können. Jetzt wird's interessant, und zwar ist das erste Event The Haunting. Also hier geht es darum, dass tote Feinde, und damit inkludiert sind Zombies, Geister, Spieler, also Operator und so weiter, Bosse, dass diese bei dem Tod Seelen sammeln. Also es erinnert uns an andere Events, wo wir bereits Dinge sammeln mussten, die von Feinden liegen gelassen wurden. Damals musste man diese Seelen, sage ich jetzt mal, in Stations abgeben oder damit extrahieren in der DMZ, damit die zählen, und dann konnte man das Ganze einlösen gegen Belohnungen. Jetzt ist es aber so, dass man einfach nur diese Seelen einsammeln muss und schon sind sie auf dem Konto. Also dieser Umweg über irgendwelche Stationen oder über das Extrahieren fällt komplett weg. Also einfach die Seelen einsammeln, und damit im Gegensatz zu dem Trophy Hunt Event von damals wird es viel, viel einfacher sein, an die Seelen ranzukommen. Dafür gibt es dann entsprechende Belohnungen. Wir sehen hier nur die erste Reihe davon. Also wird viele Belohnungen geben, und ganz, ganz wichtig, um eben schneller an diese Seelen und an die Belohnungen zu kommen, sollte man nicht vergessen, als Vault-Besitzer die besondere Waffe auszurüsten. Denn die ist ja eigentlich für den Zombie-Modus gedacht, für den 17. Moment, nein, für den 11.10., also zu... Jetzt bin ich komplett durcheinander. Für den 10.11. natürlich, für den MW3-Release. Also hier, wenn der Zombie-Modus startet, da sollte man sich freuen, diese Waffe auszurüsten oder ausrüsten zu können als Vault-Besitzer. Aber sie spielt eben jetzt schon eine besondere Rolle. Und auch hier sieht man dann wieder so ein bisschen den Crossover und das Marketing, was wieder immer wieder so ein bisschen nach DM-Zombies, also nach MW3-Zombies zurückführt. Diese Waffe sorgt dafür, dass wir mehr Seelen sammeln können. Also anstatt einer Seele werden dann eben zwei Seelen gesammelt, wenn man diese Waffe besitzt als Vault-Besitzer. Also wenn man die Vault-Edition hat, bloß nicht vergessen, die Waffe auszurüsten. Als besonderes Highlight sehen wir hier die Hauptbelohnung, also die Mastery sozusagen. Und das ist eine Rose-Skin.
Das zweite Event ist jetzt nochmal ein Banger und zwar ist das die Operation Nightmare, Operation Albtraum. Und hier ist es so, dass wir 6 Bosse aufgelistet bekommen. Und der erste Boss ist direkt Butcher. Der Butcher aus Diablo, wir kennen ihn alle. Das ist also ein hier ganz konkreter Boss, den wir auf den Maps treffen werden. Aber es kommen noch weitere Bosse hinzu. Wir werden hier die Sumpfkreatur in den Sümpfen finden. Der Pharao wird auftauchen. Ein UFO wird über die Map fliegen. Der Geisterzug wird die normalen Züge ersetzen. Und Geister selbst natürlich werden auch auf der Map sein. Und wenn man diese Aufgaben erledigt, diese Kreaturen zu legen, dann ist die Hauptbelohnung für das Legen aller Bosse diese SMG Blueprint, in dem Fall jetzt für die Best P. Also hier eine Blueprint, wobei natürlich jeder einzelne Boss nochmal eine eigene Belohnung gibt. Gucken wir uns mal den Geisterzug an als Beispiel. Da lautet die Aufgabe, fahre mit dem Zug und erlange das Herz aus dem Safe. Und da diese Belohnung, wenn man diese Aufgabe löst, wird sein eine Calling Card. Das heißt also auf den Zug steigen, den Safe öffnen und ganz klassisch wie mit den Waffenkoffern zuvor wird hier anscheinend ein Herz drin sein. Ziemlich coole Idee und der Zug sieht auch ziemlich geil aus. Ich bin gespannt, wie sich das spielen lässt. Ein zweites Beispiel sind hier die Geister. Also die Geister, es scheinen 4 Geister zu sein, weil hier auch 4 Orte beschrieben werden, nämlich der Steinbruch, Al-Masra City, Al-Bakra Fortress und der Flughafen. Und hier scheint jeweils einer dieser 4 Geister zu sein und wahrscheinlich müssen alle 4 Geister gelegt werden. Wir erinnern uns, die sind ziemlich schnell unterwegs. Das heißt, hier wird die Herausforderung sein, mit einem Fahrzeug diese Geister zu jagen. Das wird bestimmt auch witzig. Auch hier gibt es als Belohnung wieder eine Calling Card. Ja, und wie gesagt, alle 6 Bosse, dann alle Belohnungen, geben dann die Blueprint. Außerdem ist es generell so, dass Zombies jetzt in Horden auf uns zurennen können und gerade wenn jetzt mehrere Zombies unterwegs sind und ausgeschaltet sind, dann hinterlassen diese wohl neue Lootboxen. Also eine neue Art von Lootboxen mit neuem Loot. Unter anderem ist bekannt, dass da jetzt eine neue Granate drin sein soll beispielsweise, die zum Beispiel einen Thermaleffekt auf den Gegner wirft. Die Gegner leuchten dann also so, als ob man mit einem Thermalvisier einen Gegner anvisiert. Dieser Effekt verfliegt aber, sobald man ins Wasser springt. Also wenn ihr selber mal von so einer Granate betroffen seid, ab ins Wasser und damit den Effekt sozusagen wieder canceln. Und auch was sehr, sehr cool ist, diese Boxen generell, also alle Boxen, die jetzt auf der Map sind, werden die Möglichkeit haben, einen Jumpscare-Effekt zu haben. Das heißt, ihr öffnet so eine Kiste und werdet tode erschreckt. Also hier ist es besonders wichtig, bei dem Event die Lautstärke eurer Kopfhörer oder eures Fernsehers möglichst laut zu machen, um diesen Effekt maximal genießen zu können. Am Ende des Tages ist dieses Event natürlich eine Hommage an DMZ. Das ist Zombies, also MW3 Zombies, was dann am 10.11., jetzt sage ich es richtig, kommen wird. Das heißt, wir werden jetzt als DMZ-Spieler die ersten Berührungspunkte haben mit Zombies, ein Gefühl kriegen für die Atmosphäre, wie das denn wird. Die ganzen Extras aus dem Zombie-Modus werden natürlich nicht da sein, also Pekka-Punch-Systeme oder irgendwelche Extras oder, das wird alles natürlich nicht da sein. Also sozusagen der erste vorsichtige Schritt, um an die Zombies herangeführt zu werden, um dann möglicherweise den Spieler heiß zu machen, in das neue DMZ, also in Modern Warfare 3 einzusteigen bei DM Zombies. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Ganze jetzt zu spielen sein wird, wenn wir auf Zombies und auf Spieler treffen. Ich glaube, das wird maximal spannend und eine einmalige Sache, weil so werden wir das sicherlich lange Zeit erstmal nicht mehr sehen, dass wir Zombies und PvP alles zusammen in der DMZ haben. Leute, ich freue mich jedenfalls auf das Event. Ich sage an dieser Stelle viel Spaß, good looting, good hunting und hasta luego. Bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao.